Hat die Werbung uns mal wieder belogen? Ist alles eine Lüge in Halo 5? Was will dieses Spiel und wo kommt es her? Tag Leute, willkommen zu Game Inc. spielt Halo 5 Guardians auf der Xbox One. Und ich glaube, das ist unser erster Xbox One-Titel, wenn mich nicht alles... Ah ne, wir haben ja schon Halos davor gespielt auf der Xbox One. So, ich würde sagen, zur Synchronisation drücken wir einmal die Starttaste und drücken Fortfahren. Und wir sind in Mission 5. Evakuierung lautet diese. Ich habe jetzt 2,5 Stunden gespielt, bin Mission 5 von 15, was mir ein bisschen Sorgen macht. Weil, wie ihr vielleicht wisst, geht die klassische Halo-Kampagne in der Regel 10 Stunden. Und jetzt, wenn wir das hochrechnen, geht die 7,5, was mich wundern würde, weil uns wurde ja versprochen, es ist die größte Kampagne überhaupt. So groß gab es es noch nie. Es ist das epischste und beste Ding überhaupt. Kurzes Roundup, um was geht es eigentlich in Halo 5 Guardians? Was ich bis jetzt mitbekommen habe, ist, der Master Chief hat ein Signal von Cortana, die ja im vierten Teil, Spoiler, verstorben ist, scheinbar, bekommen und sucht jetzt sie. Diese hat sich aber mit den Proteanern, mit diesem ganzen Kosmos da verbunden und man kann ihr wohl nicht mehr trauen. Aber da der Master Chief sehr ein bisschen, die haben da ja was, kann er nicht ganz klar denken und möchte sie dennoch finden. Und begibt sich deswegen mit Team Blau. Keine Ahnung, wo das herkommt. Scheint aber schon mal da gewesen zu sein. Auf die Suche nach Cortana. Und dann haben wir noch unser Team Alpha. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir mit denen die meiste Zeit unterwegs. Und die suchen den Master Chief und wollen ihn eben davon abhalten, Cortana zu finden. Wegen besagten Bedenken. So. Tja, was kann ich sagen? Ich behaupte, es sieht nicht so gut aus wie das Remake von Halo 2. Kann aber auch sein, dass ich da nicht die Vergleichswerte habe. Sieht dennoch solide aus. Ich würde es nicht als total geil abstempeln, aber es sieht ganz cool aus. Was mir ein bisschen abgeht, ist die Umgebung. Die Umgebung ist besetzt nämlich kein Wald, entweder Innenraum von irgendwelchen Luftgefährte oder hier dieser Mondplanet da. Was ich ehrlich gesagt nicht so prall finde. Die Waffen sind cool. Wir haben Kim und Korn zwar jetzt für jede Waffe, das gab es ja früher nicht. Aber das ist nicht so tragisch, denn es kommt kaum zum Einsatz. Und ist überhaupt nicht wichtig. Was es hier wieder gibt, sind diese von hinten Abstecher, die leider immer gleich aussehen. Da hätte ich mir ein bisschen Variation gewünscht. Naja. Die Proteaner, hier diese Hunde-Viecher, sind nicht mehr ganz so nervig. Und überhaupt sind die nicht mehr ganz so nervig. Die nicht mehr so agil sind wie noch im vierten Teil. Da haben sie gelernt, finde ich eine gute Sache. Gefällt mir. Das Gameplay ist auch deutlich vertikaler geworden, was mir sehr gut gefällt. Und die Gebiete wirken auch dadurch offener. Finde ich nette Neuerung, gefällt mir. Wenn jetzt noch ein bisschen Variation im Leveldesign kommt, bin ich damit eigentlich schon mal d'accord und zufrieden. Mit was ich gar nicht zufrieden bin, und jetzt kommt Meckern auf relativ hohem Niveau, ich habe es vergessen. Ich versuche jetzt nur drumherum zu reden. Nee, aber vielleicht fällt es mir gleich ein. Ist... Okay, da ist ein Scharfschützengewehr. Genau, zum einen gibt es jetzt zwei verschiedene Arten von Waffen, mehr oder weniger. Was komisch ist. Nämlich, es gibt zum Beispiel die Scharfschützengewehr. Ich hatte vorhin eins, das hatte eine gelbe Bemalung. War von dieser Privatfirma, nicht von der UNSC. Und als es leer war und ich über so ein Scharfschützengewehr gelatscht bin,
hat es nicht die Munition davon aufgehoben, weil die scheinbar anders ist. Finde ich ein bisschen unglücklich, dass man da nicht die gleiche aufnehmen kann. Aber okay, das ist jetzt nicht so wirklich schlimm. Was mir aber tatsächlich echt auf den Sack geht, ist, warum die Halo-Steuerung in jedem Teil anders sein muss. To the Snowd. Wenn man sich die Master Chief Collection anguckt, gibt es, glaube ich, ein einziges Setting, eine Einstellung, die für alle vier Teile gilt. Gut, es kommen immer ein paar neue Sachen dazu, aber ich hätte gern, verdammt, Nachladen auf X, Schlagen auf B, nicht auf RB. Waffe wechseln ist klar, das bleibt gleich, Springen bleibt auch immer gleich. Granate hätte ich gerne auf LT. Gut, es macht Sinn, dass das jetzt hier ist, weil wir ja dieses Kim und Korn Feature haben, was ich meiner Meinung nach nicht wirklich brauche. Alter, das ist ja geil. Schießt das immer? Ne, das schießt nicht immer frei ab. Okay, aber das ist schon ziemlich cool, die Waffe. Die Waffen sind auch definitiv ein Pluspunkt. Und sobald man bei der Xbox auch die Steuerung komplett selber mappen kann, bin ich großer Fan. Das sind einfach so Sachen, wir können ja mal spaßeshalber in die Sachen gucken, in die Controller-Einstellungen. Hier Tasten, Standard habe ich jetzt. Dann gibt es Linkshänder, Boxer, grüner Daumen, die, ich behaupte, auch immer ein bisschen unterschiedlich sind. Und ich verstehe, aber okay. Für Stäbchen Halo 4 kann man einstellen, wobei da eher nicht so wahnsinnig unterschiedlich ist. B als Nachladebutton ist das total. Ne? Aber okay. Gehen wir wieder auf Standard. Dann Blickempfindlichkeit. Da müssen sie auch nochmal ran. Dies auf 10. Und wer sieht, das ist nicht sonderlich schnell. Für Multiplayer meiner Meinung nach ungeeignet. Ich bin jemand, der spielt es auf maximal 7, den anderen Teil. Und da ist sie schon extrem schnell. Und hier ist sie relativ langsam. Also, muss ich sagen, finde ich nicht so geil. Was witzig ist, man kann wieder Sachen scannen. Vielleicht finde ich da auch noch in der Folge was. Ich habe ein paar Sachen gefunden. Ich gucke da nie so wahnsinnig nach. Ich habe sogar schon einen Schädel gefunden. Der war recht gut versteckt. Also das passt alles. So. Das Klettern finde ich eine schöne Neuerung. Ich mag es auch, dass man sprinten kann. Das hat mir echt gefehlt. In den alten Teilen finde ich mittlerweile schön. Es ist nicht wahnsinnig nicht wahnsinnig schneller, aber man hat wenigstens das Gefühl. So, was können wir noch? Wir können sprinten und dann können wir so mit Schub und nach vorne preschen und Sachen zerstören wie Gitter, was ganz witzig ist. Was können wir noch machen? Hier ist nichts. Hier ist bestimmt irgendwas, aber ich habe jetzt keinen Bock, was zu suchen. Was haben wir noch? Wir haben so einen Ausweichmove, den ich total dämlich finde. Endgegnerkämpfe bringt ja sogar ein bisschen was, aber ansonsten ist der auf B, hätte ich lieber den Schlag. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was haben wir noch? Wir haben das hier, was ganz witzig ist. Das ist, okay. Ach, das verfolgt, das ist ja witzig. So ein Ground Bash, der aber voll aufgeladen sein muss. Sonst funktioniert der nicht. Zack. Kann ich den auch gegen eine Wand? Witzig. Naja. Das Waffenfeedback ist wieder sehr gut. Das gefällt mir. Vor allem mit den Vibrationen in den Triggern gefällt mir das echt gut. Kann ich nicht meckern. Ob es hier oben was gibt? Ich glaube zwar nicht. Und die Düsen sind auch ganz geil, weil man somit noch ein bisschen anderes Movement hat, was andere Spiele nicht ganz so bieten. Mein Handy vibriert die ganze Zeit, geht mir tierisch auf den Sack. Ich weiß noch nicht mal, warum es vibriert. Eigentlich wollte ich ja dieses Video euch den Multiplayer zeigen mit
den lieben Rocket Beans Team. Aber die haben einfach, das läuft gerade parallel, die haben es nicht für nötig gehalten, mich einzuladen. So wie es abgesprochen war. Da hole ich mir extra das Spiel noch am Tag, dass wir das machen, und dann laden sie mich einfach nicht ein. Wo muss ich hin? Das ist nicht schlecht. Genau, es gibt ja jetzt auch ein Befehlssystem mit greife das an, komm hierher. Das finde ich ganz cool. So, da brauchen wir eigentlich noch genügend Magazin. Die Epicness fehlt mir hier noch so ein bisschen. So wie der Soundtrack. Der ist zwar im Menü da, das gefällt mir auch sehr gut, aber bis jetzt waren noch nicht diese epischen Schlachten. Die Mitglieder von Team Blau sind gemeinsam im Spartan 2 Programm aufgewachsen. Sie haben schon mehr Einsätze bestritten als jedes andere Feuerteam in UNSC. Sie sind eine Familie. Genau. Aha, jetzt wurde mal erklärt, wer dieses Team Blau ist. Also das habe ich nicht verstanden, wo das herkommt, was das zu tun hat. Weil ich meine, das war jetzt 4 Teile. Hat es überhaupt keine Rolle gespielt im Spiel. Oder in den Spielen. Und plötzlich sind die da. Ich meine, wo waren die sonst? Ich dachte, alle Spartan sind weg. Was ist da los? Wo ist das hergekommen? Und wieso war es, als es gebraucht wurde, nicht da? Fragen über Fragen. Ich rieche Bullshit. Aber okay. Zack. Ja, das Schlagen ist jetzt halt auf RB, finde ich halt. Ist okay, aber muss ich echt dran gewöhnen. Recht viele Aufzüge in diesem Spiel, muss ich sagen. Jetzt gucke ich mal, wie viel Zeit habe ich schon verlabert. Wir machen das so 20 Minuten wieder. Ich denke, das ist eine ganz gute Zeit geworden im Kanal. Upsa. Die Menschen wachsen über sich hinaus, wenn sie etwas aus dem Nichts erschaffen. Wir geben nie auf. Sie reißen es ab. Wir bauen es wieder auf. So ist es recht. So, und das ist im Grunde mein Ersteindruck zu diesem Spiel gewesen. Mehr kann ich dazu gerade gar nicht sagen. Ich habe so ein paar Befürchtungen, dass es zu kurz werden könnte. Eben weil ich jetzt ein paar Stunden echt weit gekommen bin. Ich spiele es auch normal, nur der Vollständigkeit halber. Gehe manchmal auch dennoch drauf, weil ich echt schlecht spiele. So, hier diese. Da auch mal Spaß mit haben. Zack. Schieß einfach öfter hintereinander weg wie der. Und ich finde es schade, dass man den Master Chief. Ich fand es auch in Halo 2 immer schade, wenn man den Gebieter gespielt hat. Ich bin halt Master Chief-Fan. Und hätte da Bock, den zu zocken. Und ich sehe schon, wenn man das im Koop spielt, die Kampagne, muss man mindestens auf Heldenhaft spielen. Und das sag ich, der sagt, ja, machen wir es lieber gemächlich. Aber auf Heldenhaft wird da richtig sein. Auf Normal hat man jetzt nicht so wahnsinnig die Probleme, wenn man das zu mehr spielt. Ist das, glaube ich, your way to go. Hier, die Großen, das sind ganz schöne Bitches und die ersetzen so ein bisschen die Jäger. Die killen einen auch in Step. Man kann sich jetzt heilen lassen. Aber ich sehe schon, okay. Das war auch einfach dumm von dem. Die ersetzen so ein bisschen, die Jäger sind nur deutlich agiler. Und gegen die lohnt es sich auch, diesen Boost zu machen. Wenn der jetzt hier zum Angriff ansetzt, dann macht das Sinn. Die haben an den Seiten auch so Schulterplatten, die man erst wegballert. Zack, zack, zack. Ja, da sieht man schön. Zack, da auch mal gerade. Granate schmeiße. Oh, bin ich jetzt gelandet. Die sind leider nicht so intelligent und sagen, ja, ich helfe dir von alleine. Und ich hatte bis jetzt noch keine Probleme mit Checkpoints, was ja immer ein großes Problem war bei Halo, dass Checkpoints nicht gegriffen haben. Wobei ich sagen muss,
Ich bin auch nicht so oft gestorben. Ich glaube, ich bin jetzt zweimal richtig gestorben. Schon oft am Boden, aber nicht zerstört. So, jetzt nehmen wir mal diese Waffe auf. Das ist so eine Sache, die mir beim Gameplay immer gefallen hat. Dieses Waffendurchwechseln. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Es ist dieses, wo hole ich die nächste Waffe her? Das ist manchmal ein bisschen ätzend, wenn man eine gute gefunden hat. Aber das gehört halt dazu, dass du im Kampf, du läufst auf den Gegner zu, schießt dein Magazin leer und bevor du nachlädst, nimmst du einfach eine neue Waffe und schießt weiter. Und dieser Flow, der gefällt mir immer sehr gut in den Halo-Spielen. Brauchen wir das da mal weiter? Das sieht doch interessant. Immer weiter Richtung Pelican. Noch ein paar Zwischenplattformen zum Pelican. Wie weit ist das? Finde ich auch schön, dass wir keinen Doppelsprung reingemacht haben, sondern an Kanten hochziehen. Finde ich gut. Gefällt mir. Das wollte ich schlagen, habt ihr gesehen? Zack. Es ist auch schön, dass sie jetzt mal große Proteaner gebaut haben, gegen die man wenigstens gescheit kämpfen kann. Ich laufe blöd im Kreis. Weil ich nicht weiß, wo es hingeht. La 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 la. Oh, da sind große Waffen. Ich verstehe. Okay. Gut, ich treffe ja voll viel. Muss ich erstmal ein bisschen einschießen. Ich mache eine Deckung. Spartan-Laser. Der sich den versammelt. Abficken! Ich meine, schade. Oh Mann, ich kann mit dem nicht umgehen. Killt ihr jetzt nicht. Oh Leute, es wird Zeit für etwas Bier. Ah, immerhin. Jetzt hat er keine Munition mehr. Okay, der setzt auch erst fest. Ja, ja, der Kampf ist nicht so geil. Hey, jetzt komm schon. Selbst die da Probleme haben. Aber wie soll ich mit dem Ding denn zielen? Ich fliege doch viel zu langsam. Könnt ihr mal vielleicht mithelfen, da zu schießen? Die bewegen sich auch so. Boah, wie soll man das denn? Also Alter! Ach komm, fick dich! Alter, komm! Das ist doch jetzt echt scheiße! So. Das war voll scheiße, der Kampf. Wenn ich ihn mal direkt getroffen hätte, ist er einfach weg. Zur Seite.
Alter. Geht's jetzt hin? Hoch. Das ist ganz nett eben mit diesem Ausweichen. Man kann es nochmal als letzten Boost benutzen. Ich nehme an, hier geht's hoch. Dieses Gerüst wird dich noch eine Schockwelle einstecken. Ja dann. Auf, marsch, marsch. Er hebt sich übrigens nicht automatisch an der Kante fest. Man muss nochmal A drücken. Das hat mich am Anfang so ein bisschen mit Bedenken frisiert. Das ist geiler. So, verballern wir das mal schön. Wenn wir schon haben. Weitergehen. Oh, ich muss kurz eine Sache ausprobieren. Oh. Also, dass es kein Feedback gibt auf dem Ding. Das ist schon sehr schwach. Also, dass es da kein Feedback gibt, dass das Ding wenigstens explodiert. Das ist das Mindeste. Also, das ist schon schwach. Das ist zwar eine dumme Kleinigkeit, die echt keinen interessiert wahrscheinlich. Aber irgendwie finde ich das halt mittlerweile ist es schon Standard, so nette Kleinigkeiten. Ich meine, in jedem zweiten Spiel kannst du auch einen Wasserhahn oder die Toilettenspülung machen. Aber dann sowas? Der Pelikan ist direkt da draußen. Macht schon, Leute! Das will ich gar nicht wissen. Schnell zur Pelican. Jetzt aber holla, bevor der... Bord. Sofort! Wenn das jetzt wieder eine Mission war, gibt's aber Ärger, weil dann geht eine Mission ja nur eine halbe Stunde. Ich meine, das ist ein angenehmes Ding für eine Mission. Ist aber auch ein bisschen kurz, dann das Spiel. Wenn du nur 15 Mal eine halbe Stunde... Da sind wir bei 14, 7, 7,5 Stunden. Das ist ja fast Call of Duty Niveau. Da kann man ja wohl nicht sagen, längste Kampagne und epischste Kampagne. Aber ganz nette Zwischensequenzen. Auch wenn ich sagen muss, die damals waren schon geiler teilweise. Da hattest du dieses Fuck yeah Gefühl. Ich sehe schon, wir müssen auch dann gleich Schluss machen. Deswegen lassen wir noch diese Zwischensequenz laufen. Und wenn die fertig ist, soll ich mich verabschiedet haben. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gibt bestimmt weiter mit Halo Inhalten, auch mal Multiplayer, wo ich mich dann hart abfacken werde. Freut euch darauf. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Das war's von Halo 5 Guardians. Und ich sage ciao, ciao. Bis auf dann und für weitere Halo-Sachen stay tuned. Stopp, 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 bevor ihr geht. Noch eine kurze Kleinigkeit. Habt ihr euch vielleicht die Trailer mal angeguckt zu Halo? Mir ist nämlich was aufgefallen, wo der Master Chief als der große Antagonist gegen Locke gestellt wird, der die Menschheit im Stich lässt, der eigentlich schon immer böse war. Und man wollte wissen, ist denn das jetzt so? Und mir ist aufgefallen, das kommt gar nicht vor. Die Geschichte, die sie in den Trailern besprochen haben, kommt nicht vor. Sie ist einfach raus. Finde ich sehr schade, sehr enttäuschend. Ich befürchte, es kommt ein DLC, was darauf eingeht. Und ich befürchte fast,
dass wir an der Nase herumgeführt würden. Halo 5 hat uns schlichtweg belogen, die Werbekampagne. Und ich muss auch sagen, wenn es so weitergeht, ist es auch nicht dieses epische Abenteuer. Es macht Spaß, es ist Halo, es hat neue Verbesserungen, aber es ist zu kurz. Und in diesem Sinne kann ich nur sagen, Augen auf beim Spielekauf und jetzt noch tatsächlich schönen Abend und bis auf dann.